auf einem Lichtstrahl reiten. Sterne. Das All. Der Weg, der Anfang. Um sich selbst kreisen. Eine Nanny, als ob ich nicht allein zurechtkomme. Licht. Ein Kreis. Ein Kreis? Das wird sehr schön, John. Du bist wach? John, Gott sei Dank. Hallo, Adam. Hast du gut geschlafen? Danke, Henry. Ich sehe ein bisschen doppelt, aber das wird wieder. Und du, John? Bist du okay? Ich habe Hunger. Okay, ich auch. Suchen wir uns was zu essen. Was malst du? Nichts. Sieht aber nicht aus wie nichts. Es ist ein Kreis. Sieht auch nicht aus wie ein Kreis. Er ist noch nicht fertig. Wann kommt Amy wieder? Weiß nicht. Sie arbeitet. Am Sonntag wird doch das Projekt enthüllt. Aber sie hat dir eine Nachricht geschrieben. Ja, habe ich gesehen. Was willst du essen? Das gleiche wie immer. Hilf mir, Henry. Cornflakes oder Müsli? Cornflakes, Adam. Mit heißer Schokolade. Getränk kommt gleich. Wie sagt man? Danke, Food Assembler. Willst du nichts essen? Setz dich doch. Willst du nichts essen? Setz dich doch. Willst du nichts essen?
Muss ich wieder ins Krankenhaus? Beschwer dich nicht bei mir. Aber mir geht's gut. Amy macht sich eben Sorgen. Sie ist ja nicht mal hier. John hat einen Termin im Kurtz Recreation Center. John, wir müssen los. Henry fehlt noch. Deine Qualle ist doch hier. Ich finde seine Fernbedienung nicht. Wir suchen nochmal. John? Henry fehlt noch. Der kommt schon allein zurecht. Komm, wir müssen los. Aber ich will mit ihm im Park herumfliegen. John, nicht trödeln. Adam, machst du dir viele Gedanken? Dann vergiss nicht, was zählt, bist du. Du. Aber wer bist du? Was willst du? Was ist deine Aufgabe?
Die Antworten sind alle hier. Hier in deiner Stadt. Schau dich um und genieß den Tag. Alles in Ordnung? Ist nur ein Geohazard. Ja. Hattest du Angst? Unsinn. Sie werden häufiger. Das glaube ich nicht. Und stärker. Was ist das? Keine Ahnung. Schon mal irgendwo gesehen? Nein. Was hat der Mann damit gemacht? Ich weiß nicht. Das ist sowas wie ein... Keine Ahnung. Du solltest das zurückgeben. Erstmal reden wir mit Dr. Sykes. Wem möchtest du ein Geschenk machen, Adam? Meiner Frau, Amy Newman. Diese Halskette würde Amy gefallen. Was denkst du? Ja, doch ja, wahrscheinlich. Gut, was soll's, ich nehme sie. Adam, ich sehe gerade die Unfallbilder. Unfassbar das alles. Ist der Kontakt von World Union Lawyers angekommen? Du musst unbedingt Klage einreichen. Dir steht Schmerzensgeld zu. Wir denken ganz fest an dich. Erhol dich gut. Das hat ja nicht lange gedauert. Was gibt's denn? Verzeihung. Ich weiß gar nicht, warum ich angerufen habe. Ach so. Naja, das wird wieder. Verlassen Sie sich auf uns. Schade, dass wir jetzt Henrys Steuerung nicht haben. Tut mir leid, John. Du hast später noch Zeit zum Spielen. Komm, wir laufen noch ein bisschen durch den Park.
Willkommen im Kurtz Recreation Center. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Willkommen zurück, Mr. Newman. Was können wir für Sie tun? Tut mir leid, ich weiß, wir sind spät dran. Überhaupt kein Problem, Sir. Ich bringe meinen Sohn, John. Dr. Sykes möchte... Vielen Dank, Sir. Sie können John in 4 Stunden wieder abholen. Genießen Sie den sonnigen Tag. Guten Abend, Sir. Heute ist der 12. Januar 2048. Es ist 18.26 Uhr. Was? Wie spät ist es? Sie haben 17 Stunden geschlafen, Sir. Wieso hast du mich nicht geweckt? Tracy und James kommen bestimmt bald zurück. Sie hatten mich gebeten, Sie nicht zu stören. Jetzt hilf mir wenigstens, hier Ordnung zu machen. Sie haben neue Cloud-Messages. Hi, Richard. Bist du da? Okay, du willst gerade nicht mit mir sprechen. Kann ich verstehen. Ist nur so, deine Kolumne für das Editing. Kann ich damit heute noch rechnen? Sonst kann Troy das auch erstmal machen. Na gut, dann. Ja, bis morgen. Und hey, das wird schon alles. Was ist mit dem Cleaner? Schon wieder kaputt? Soll ich die Scherben? Dafür ist der Cleaner da. Wo ist das verfluchte Ding? Was ist denn jetzt mit dem Cleaner? Lass mal sehen. Da steckt was im Filter. Oh Gott. Wo kommt diese Karte denn jetzt her? Die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Warum hat sie die überhaupt noch? Wo bleiben sie denn? Sie müssten doch längst zurück sein. Wie spät ist es jetzt? 20.30 Uhr. Verdammt. Wo steckt sie? Vielleicht könnten Sie Ihre Eltern anrufen. Richard. Guten Abend, Herman. Du, es passt gerade ganz schlecht. Ich weiß. Es passt ja immer schlecht. Ich wollte nur wissen, ob Tracy noch bei euch ist. Tracy? Nein. Okay. Wann ist sie losgefahren? Sie war nicht hier, Richard. Heute nicht, die ganze Woche nicht. Aber wieso hat sie denn erzählt? Weißt du, Richard, vielleicht hat sie endlich den Absprung geschafft. Da würdest du dich aber freuen. Naja, wenn du mich fragst, hätte sie schon viel früher gehen sollen. Sie verdient was Besseres als dich. Sie war also nicht bei euch. Vielleicht ist ihr was passiert. Ist dir das egal? Richard, ich kenne meine Tochter. Der geht's gut. Und wenn sie dich endlich los ist, geht's ihr noch viel besser. Ach komm, jetzt lass mich doch mit diesem Mist in Ruhe. Du hast angerufen. Na gut, schönen Abend noch. Hey Jenny. Richard, Gott sei Dank. Steve hat mir erzählt, dass du im Krankenhaus warst. Ist alles in Ordnung? Geht so. Ein Unfall. Ich muss mich noch ein bisschen sammeln. Hör mal, Jenny, ist Tracy bei dir? Nein. Wieso? Sie hat gesagt, sie fährt mit James zu ihren Eltern. Sie wollte eigentlich längst zurück sein. Aha, also hier ist sie nicht. Ich habe seit Tagen nichts von ihr gehört. Hast du mal versucht, bei ihren Eltern anzurufen? Ja, da ist sie nicht. Und Herman, na, du kennst ja Herman.
Hat Tracy irgendwas zu dir gesagt in den letzten Wochen? Hat sie... Ich meine, hat sie dir irgendwas erzählt, das ich wissen sollte? Nein. Komm schon, Jenny. Ich weiß, ihr seid Freundinnen. Aber ich mach mir Sorgen. Naja, sie hat natürlich gesagt, dass es nicht so toll läuft zwischen euch. Aha. Aber das sagt sie schon lange. Und das weißt du ja sicher auch selbst. Ja. Will sie sich von mir trennen? Hat sie das gesagt? Hat sie? Mein Gott, Jennifer. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Sie glaubt, dass du eine Affäre hast. Sie will sich also von mir trennen. Ich weiß es nicht, Richard. Hast du denn eine Affäre? Nein. Ich rufe jetzt Maddie Central an. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich muss Schluss machen, Jenny. Grüße an Steve. Bis später. Maddie Central, Sie sprechen mit Bot 34521. Eine Personensuche. Verstanden. Nennen Sie bitte Namen, Vornamen und Alter der Person, nach der Sie suchen. Nolan Tracy, Alter 39. Nolan James, Alter 7. Verstanden. Bitte warten Sie. Ihre Suchanfrage hat keine Treffer ergeben. Die gesuchten Personen befinden sich nicht in stationärer Behandlung. Wie weit reichen die Informationen zurück? Sie benötigen Security Level 2 für eine weiter zurückreichende Anfrage. Okay, danke. Ich danke Ihnen, Sir. Hast du das gehört? Sie ist nicht bei ihren Eltern. Im Krankenhaus ist sie auch nicht. Kannst du mir das erklären? Wo steckt sie? Wo ist mein Sohn? Dazu habe ich keine Informationen. Ihr verdammten Dinger speichert doch sonst auch alles. Ich habe gespeichert, dass Ihre Frau zu ihren Schwiegereltern fahren wollte. Da ist sie aber nicht. Hat Tracy irgendwen getroffen? War jemand hier, als sie gegangen ist? Ein Mann war da. Ein Mann? Wer? Wie hieß er? Dazu kann ich nichts sagen, Sir. Ich will dein Memory-Modul sehen. Mein Memory-Modul darf nur von autorisiertem Servicepersonal der Kurtz Labs eingesehen werden. Red kein Blödsinn. Öffne den Slot. Es tut mir leid, Sir, aber diesen Eingriff darf ich nicht selbst vornehmen. Gut, dann mache ich das. So werden Sie das nicht aufbekommen, Sir. Sie brauchen den Kalibrierungsschlüssel. Er muss hier irgendwo sein. Das muss er sein. Eines darfst du niemals aus den Augen verlieren, Adam. Deine wichtigste Aufgabe in dieser Stadt? Ein guter Vater zu sein. John will lernen und wachsen. Du kannst ihm dabei helfen. Jeden Tag. Mr. Newman, Ihr Sohn ist sofort da. Danke. Hey, alles in Ordnung? Mhm. Bist du fertig hier? Für heute. Morgen Vormittag sehen wir ihn wieder. Selbe Zeit, selber Ort. Sie müssen nichts tun. Unser Klinikservice wird ihn abholen. Gibt es da Schwierigkeiten, Newman? Noch ein Termin? Muss ich mir Sorgen machen? Sorgen machen? Absolut unnötig. Die Klinik ist verpflichtet, Patienten unter 12 Jahren nach einem belastenden Ereignis noch mindestens eine Woche zu begleiten. In Johns Fall könnten es auch ein paar Tage mehr werden. Also, wir sehen uns morgen, John. Komm, ab nach Hause. Und, was bespricht Dr. Sykes mit dir? Gar nichts. Er stellt Fragen. Was für Fragen? Patientengeheimnis. Okay. Adam, wo seid ihr? Kommt ihr nach Hause? Sind gleich da. Perfekt. Dann bis gleich. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung.
Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Sie werden verbunden. Adam, ich wollte schon stapelweise Arbeit auf dich abladen. Aber Fred behauptet, du musst dich schonen. Was soll ich sagen? Ohne dich klingen meine Independence-Arien eben nur halb so schön. Ich habe einfach nicht dein Talent. Oder ich bin zu klug für diesen Blödsinn. Vermutlich Letzteres. Ja. Jedenfalls kursiert hier jetzt die neueste Newman-Verschwörungstheorie. Warum liegt ein junger Mann für Tage ohne jeden Kratzer im Bett? Was wird da vertuscht, Adam? Habe ich was Wichtiges verpasst? Okay, ja. Reden wir lieber über die Arbeit. Was Wichtiges? Warte. Projekt Independence wird uns alle retten, die World Union garantiert den Frieden, Governor Kane sorgt für Sonnenschein und wir bejubeln ihn. Nein, alles beim Alten. Morgen kommst du wieder. Gewaschen und rasiert, verstanden? Verstanden. Ausgezeichnet. Wir sehen uns in der Gegenwart, Mr. Newman. Meinst du nicht, ich sollte Bescheid wissen? Er stellt Fragen, ganz normale Fragen. Wie es mir geht, was ich denke. Und was denkst du? Okay, dann eben nicht. Musik.